Ja, ein paar ganz heiße Gestalten sind hier versammelt. Zum Beispiel Chris Manetti, der hier aufschlägt. Enfant terrible. War bei der SGS Erlangen. Hat dann eine Zeit lang gar nicht mehr Tischtennis gespielt. Und laut eigenen Angaben hat man ihn heute früh bei E-Mail beim PTTV angemeldet. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob das möglich ist. Er hat es jedenfalls erzählt. Ein Tag nach dem offiziellen Wechseltermin tritt er heute offiziell für die Spielvereinigung Erlangen an. Ist wieder im Tennis Circus. Und dann hier Kai Günther. Mit dem hat meine Wenigkeit schon mal bei einer deutschen Eichenkreuzmeisterschaft. Das war wahrscheinlich ganz sicher noch in den 90er Jahren doppelt gespielt. Für den CVJM Erlangen. Die dem CVJM angeschlossenen Sportvereine machen ja ihre eigenen deutschen Meisterschaften. Und er hat als Doppelpartner Israeli. Er heißt nicht nur Israeli, es ist ein Israeli. Lebt in München. Hat vor 2-3 Wochen beim anderen Kohle-Turnier in Neustadt ganz groß aufgespielt, noch in der D-Klasse. Jetzt gab es einen neuen Stichtag mit neuen TDR-Werten. Jetzt ist er schon C-Klasse. Spielt aber sehr gute C-Klasse, wenn nicht sogar D-Klasse von der Spielstärke her. Ab und zu etwas verspielt. Aber ganz schnell auf den Beinen, technisch sehr dosiert, mit viel Spiel gibt es auch. Und Kai Günther freut sich, dass er ein Hochhaus verwerten konnte. Ihren Schlag in Herzen